Hallo zu meinem Video. Heute möchte ich euch mal einen kleinen Videotipp machen, also geben, was auch unter Windows oder Mac OS funktioniert. Und zwar kennt ihr dieses folgende Problem. Ihr seid auf YouTube und bekommt genau diese Meldung, dass euer Video oder dieses Video in Deutschland nicht verfügbar sei. Ja, schauen wir mal hier rein, weil die GEMA da irgendwie rumspackt. So, und andere dürfen das einfach hören und wir in Deutschland nicht, ja. Und wenn wir jetzt dann auf die MyIP-Net-Adresse gehen, sehen wir, dass ich mich jetzt gerade hier in Deutschland befinde. In der Nähe von Böblingen ist meine IP-Adresse registriert und da gibt es eine kleine Abhilfe. Firefox bietet es von Haus aus mit an. Also deswegen funktioniert dieser Tipp auch unter Windows oder unter Mac. Ihr geht einfach auf die Seite nntime.com und hier bekommt ihr ein paar IP-Adressen. Und hier nehme ich mal eine aus Brasilien, nehme sie in die Zwischenablage, gehe in meinem Firefox Einstellungen und unter Windows ist es, glaube ich, unter Extras, auch unter macOS. Hier bei Linux bearbeiten Einstellungen. Ihr geht auf den letzten Reiter erweitert, nochmal in obersten Einstellungen und kommt hier auf die Proxy-Seite. Hier voreingestellt haben wir Proxy-Einstellungen des Systems verwenden. Wir werden sie manuell vergeben. Wir geben hier einfach das, was in der Zwischenablage ist, hier rein. Ich kopiere mir das hier nochmal raus. Ohne Port. Und Port gebt ihr bitte hinten ein. Ich habe nämlich den Port rausgelöscht, wie ihr sehen könnt. Und hier hinten die 80. Moment. Ja. Nummernblock ist aus, dann ist es auch kein Wunder. Gut, dann geben wir hier nochmal ein und hier nochmal 80. Und das gleiche machen wir hier. Und das gleiche machen wir jetzt hier. Und tippen hier einfach auf OK. Schließen. Und jetzt gehen wir hier hin und ja, wie ihr sehen könnt, es hat funktioniert. Mein Browser denkt, ich wäre jetzt irgendwo in Brasilien. Santa Catarina, Joinville oder wie das ausgesprochen wird. Irgendwo im schönen Brasilien, ja, bin ich jetzt gerade unterwegs. Und ja, wie gesagt, habe mir das aus hier rauskopiert. Hätte jetzt auch ein anderes Land nehmen können. Und wenn ich jetzt rübergehe YouTube, das ist genau das gleiche Video von vorhin und das würde jetzt sogar laufen. Ja, das funktioniert jetzt, weil YouTube ja denkt, ich sitze jetzt nicht mehr in Deutschland, sondern ich sitze in Brasilien. Und wenn ich das wieder rückgängig machen möchte, einfach bearbeiten, Einstellungen erweitert, Einstellungen und dann einfach hier wieder Proxy-Einstellungen des Systems verwenden. Auf OK klicken, schließen, aktualisieren und bam, ich bin wieder in Deutschland. Und dann wird auch dieses Video gleich mal wieder nicht angezeigt. So einfach ist es, ja, diese Sperre zu umgehen. Ich hoffe, der ein oder andere kann was damit anfangen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.